Jo, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Falls ihr euch jetzt fragt, warum habe ich zum Beispiel, also ich habe jetzt 2700 Poké-Dollar und warum habe ich so, das sind so die Items, die Stats, obwohl wir im letzten Part doch da was gemacht haben, warum hast du zum Beispiel noch den Superball? Ja, also das ist so, nach jedem Part mache ich immer ein, Dingen, wir können mal kurz hier reingehen. Also ich bin auch im Part eben da reingegangen, den ich aufgenommen habe, aber dann ist es ja... Das Game ist gecrashed, nach 4 Minuten zum Glück erst. Und hier sagt der Typ, dass wir hier noch nicht rein können. Und zwar, war das so, nach jedem Part setze ich halt ein Save State und Let's Play dann irgendwann weiter. Aber diesmal habe ich am Stück aufgenommen und habe ich kein Save State gesetzt. Also dann habe ich diesen, den letzten Part aufgenommen, dann wollte ich jetzt diesen Part aufnehmen, dann ist das Game gecrashed. Und dann habe ich halt den Saveset geladen und dann ist sozusagen der letzte Part nie passiert. Aber ich habe jetzt alle Items geholt, nachgeholt, die wir hier gefunden haben. Ich habe zwar nicht nochmal alle Leute angesprochen, aber ich habe zum Beispiel die VM. Ich habe alle wichtigen Leute, auch den Typen in der Schule habe ich nochmal angesprochen. Ich habe alle wichtigen nochmal angesprochen und den Trainer auch da rechts bei Route 116 besiegt. Und jetzt gehen wir einfach mal in die Arena. Ja, also alles Wichtige habe ich jetzt gemacht, aber sonst ist alles wie vorher. Nur halt, wir haben ein bisschen mehr Poké-Dollar und ein paar mehr Tränke und sowas. Und ja, wir werden zusammen nach der Pokémon-Meisterschaft streben. Als Trainer musst du die Orden der Arenen sammeln, habe ich recht. Aber die Arenenleiter sind nicht gerade einfach zu besiegen. Und hier komme ich ins Spiel. Ich werde dir einen Expertentipp geben. Felicia, die Arenaleiterin, setzt Gestein-Pokémon ein, aber nicht bei einer Randomizer-Nuzlocke-Challenge. Ein Gestein-Pokémon ist sehr zäh, hat aber gegen Wasser- und Pflanzenattacken keine Chance. Komm wieder vorbei, wenn du die Arenaleiterin besiegt hast. Nun, zeig, was du drauf hast. Okay. Ja, dann würde ich sagen, kämpfen wir einfach mal. Nein, ich habe was vergessen. Ich wollte Fischi, wollte ich dich auch vorne tun in der Arena, weil hier jeder Zug eventuell wichtig sein kann. Und zum Beispiel, weil ich jetzt eh wechseln muss. Aber ich habe auch keine Ahnung, was das denn jetzt sein soll. WTF? So. Hallo? Okay. Hypno. Ja, man kann eigentlich aus dem Namen schon entnehmen, dass es ein höchstwahrscheinlich ein Psycho-Pokémon ist, oder? Ja, ist es auch. Ja, und ich hätte jetzt auch Retter, werde ich jetzt auch benutzen. Und ich wollte ihn halt nach vorne tun, weil ich ihn auch am meisten benutze, weil Retter halt unser Retter ist, ne? Also ohne den wären wir echt aufgeschmissen gewesen, glaube ich. Achso, der wollte mir hier einen Aussetzer machen, aber ich habe genug Attacken, um dich zu zerstören, aber am meisten mag ich da doch noch Donnerblitz, ne? One-Hit. Aber auch nur durch einen Volltreffer. Habe ich ihn eventuell gekillt? Ich meine, der war Level 10, ne? Und Fischi erreicht Level 7, vielleicht hat sich das doch gelohnt, ich weiß es nicht. Nice. Wir haben auch, glaube ich, schon Level 14 erreicht. Weil wir da gegen dieses scheißgeile Feuer-Pokémon, weil wir es nicht gefangen haben. Aber ich darf jetzt auch, ja, also... Ja, und jetzt... So, wenn du mich nicht besiegen kannst, hast du keine Chance. Also alles ist jetzt eigentlich okay. Wir sind hier mitten in einer Stadt und... Ja, ja, okay. Moment mal. Okay, ist es doch. Ist es ein Doppelkampf. So. Und wieder hier... Dingen. Stolrak. WTF. Also das eine ist ja bestimmt Pflanze. Nein! Ich hab Fische immer noch vorne. Bin ich dumm oder so? Warte, Stolrak ist bestimmt Stein. Sicherheit ist Stolrak Stein. Wisst ihr was, Leute? Ich bin offline. Alter. Das heißt doch Stolrak, ja. Gut. Das sieht auf jeden Fall aus wie Stein. Warte, ich mach einfach mal... Ups, nee, das wollte ich nicht.
Und das ist ein Pflanz-Pokémon. Ist für offline, Mann. So, Stolrak. Ja, Stahl und Gestein. Und das ist bestimmt Pflanze. Und bei Pflanze hilft nichts das, was wir haben. Gut. Aber Gestein hilft ja Wasser. Warte. Dann kommt jetzt einfach Retter rein. So. Okay. Kann Fischi überhaupt was machen? Hat er überhaupt was gemacht? Hallo? Nee. Ja, jetzt. Nichts geschieht. Aber warum denn? Oh Gott. Okay, Gestein ist wohl gegen Elektro effektiv. Dann... ja, haben wir... ich möchte nicht sagen, wir haben ein Problem, aber... also, was hilft denn gegen Gestein? So, Stahl... und Gestein... Pflanze. Gut. So, Fischi kommt raus. Nein. Denn ich möchte auch, dass du rausgehst. Ja, und wir tun stattdessen Nasenbär rein. So, weil wenn Miretta hier stirbt, du, dann raste ich aus. So, wir haben ja schon einen Verlust. Das Geweiher musst du sterben. Oh, das Geweiher, oh Mann, Alter. So, okay. Ja, jetzt bin auch ich bereit zum Kampf, ja? Jetzt habe ich auch mich entschieden. Junge. Der ist gefährlich. Und Sichlor, das ist mit Sicherheit ein Pflanzen-Pokémon. Ja, dann werde ich bei dem einfach Hypnose einsetzen. Gut, ist so. Alter. Okay, es trifft schon mal. Gut, der pennt. Gut. Und ja, Sonne ist auch auf Level 8. Mann, hört doch mal auf hier. Ey, wenn Nasenbär stirbt, wäre das auch nicht geil. Warum war denn das jetzt nicht effektiv? Stolrak ist doch Stahl und Stein. Nein, es ist eher Stahl. Oh, Mann, Alter. Warte. Das kann ich gucken, weil es war ja effektiv gegen Raichu. Raichus Elektro. So. Boden, was? Das Stolrak. Stahl, Gestein. Warum zählt denn der jetzt als Boden? Wahrscheinlich in dieser Edition, aber gegen Boden ist auch Pflanze effektiv. Ich verstehe es nicht. So, jedenfalls, was soll Sonne tun? Da macht Sonne halt Wachstum und Nasenbär muss geheilt werden. So. Okay. Gut. So. Ich traue mich halt nicht, Retter einzuwechseln. Das will ich auch nicht. So. So. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ein Volltreffer aber nur. Ja, das kann dann eventuell dauern, ne? Okay, aber der kann nichts gegen Sonne machen. Das ist schon mal vorteilhaft. Ja, dann müssen wir die eher langsam besiegen. Aber mein Gott, es wirkt ja, ne? Durch Wachstum ist jetzt besser hier. Und solange der pennt, ist ja auch gut. Und der pennt immer noch, das ist sehr gut. Läuft.
So, okay. Der mit seiner Lehmschelle, Alter. Wie der mich nervt. Ziemlich nervige Gegner. Ziemlich nervige Gegner. So, okay. Ja, und dann so läuft das schon. So läuft das schon. So, und der pennt immer noch, ne? Ja, immer noch, geil. Okay. Ja. Gut. Ja, aber wenn hier auch... Ach du Scheiße. Wenn Stolrak jetzt gleich tot ist, dann werde ich auch wieder Raichu einwechseln, weil das traue ich mich dann wieder. Okay, der ist schon mal tot. Sonne hat auch nicht mehr so... Ist nicht mehr im gelben Bereich, weil er ja abgesaugt hat. Das finde ich so geil in Sonne. Und Level 9 erreicht Sonne, ja. Okay. Funpi. Okay. Das muss ich mir jetzt mal angucken. So. Ziemlich taktischer Kampf hier. Funpi. Okay. Sieht ziemlich lustig aus. Sieht nach einem Wasser-Pokémon aus. Das wäre auch was für Raichu. Aber es ist Boden. Fuck. Dann kann ich Raichu immer noch nicht einwechseln. Willst du mich verarschen? Aber gegen Boden ist Pflanze effektiv. Und du setzt wieder Pfund ein. Er kann jetzt auch... Ja, das war klar, weil so lange pennt er auf gar keinen Fall. Aua. Nein, dein Ernst? Schnüffler. Oh, du hast mich erkannt. Oh Gott. Ich würde sagen, dass es effektiv ist, aber sollte. Ja. Nice. Okay. Gut. Mit den Leben sieht es eigentlich von denen noch okay aus. So. Du machst das und du machst mal Hypnose, weil der wird mir sonst zu blöd hier. Ja, genau wegen sowas wirst du mir hier zu blöd. Er pumpt sich auf. Nein. Scheiße. Boah, ich hab Angst. Ich hab Angst um Nasenbär. Yes, okay. Der ist schon mal tot. Dann kann ich jetzt auch endlich... Warte, hilft Elektro gegen Pflanze? Ist es nicht, nicht effektiv? Warte. Pflanze. Elektro. Fuck. Es bringt nicht viel. Aber trotzdem, Raichu ist ziemlich stark. Ich wechsle den, glaube ich. Ne, ich wechsle jetzt Nasenbär aus, weil er sich ja aufpumpt. Und ich glaube, Sonne... Ja, Sonne wäre auch ein echt krasser Verlust. Und was passiert eigentlich bei Pflanze gegen Pflanze? Was ist da denn? So. Bringt auch nichts. Oh Gott. Ja, dann... Komm. Machen wir es so. Und bitte bring ihn zum Einpennen. Bitte bring ihn zum Einpennen. Okay, er setzt nur Silberblick ein. Er setzt nur Silberblick ein. Ich glaube, der wird mich zerstören. Er wird Nasenbär zerstören. Warum triffst du denn nicht? Donnerblitz. Das müsste ihn eigentlich umbringen. Und Nasenbär geht raus. Und ich setze Fischi rein. Den kannst du umbringen. Mein Gott, den kannst du umbringen. Okay, bitte bring ihn um. Bitte bring ihn um. Das war kein Pflanzen-Pokémon, oder? Naja, fuck. Sah aber so aus. Sorry. Naja, hätte ich doch googeln müssen. Egal, Hauptsache wir haben den Kampf überstanden. Sonne erreicht schon Level 10. Holy shit. Was kommt jetzt? Dratini. Ah, ein Wasser-Pokémon anscheinend. Ja, dann kann ich Donnerblitz einsetzen. Meiste, du kannst drin bleiben. Weil der wird jetzt sterben. Das ist doch kein Wasser-Pokémon. Aber, naja.
Ich glaube, Platscher bringt nur was bei einer Gegend, wo Wasser ist. Deshalb bringt das hier mit Carpador nichts. Okay, ja, Ruckzuckhieb wird ihn schon umbringen. Ja, du kannst wieder einen Platscher einsetzen. Der ist jetzt eh tot, gut. So. Okay. Alter, die waren wieder hartnäckig, du. Die waren hartnäckig. Die waren hartnäckig. 448 Pokédollar. Nice. So. Pokémon. Retter kommt ganz nach vorne. Weil das mir hier sonst zu blöd ist. Ja, einen Trank muss ich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt einsetzen. So. Okay. Und was hast du für Pokémon? So. Zubat. Ein Zubat, lol. Joa. Ich glaube, da hole ich mir mal den Orden, ne? So. Das weiß ich, dass es sehr effektiv ist. Gut. Okay. Hot, hot. Null Ahnung, Alter. Ist aber, glaube ich... Nee, keine Ahnung. So. Okay, ist es... Okay, ich dachte mir schon, dass es eventuell... Ja, es ist normal und Flug. Normal und Flug. Und bei Flug hilft Elektro. Cool. Na, ja, passt ja. Ne, ist ja alles gut hier. So. Okay. Und die hat ja normalerweise Gestein-Pokémon, habe ich gehört. Aber nö, 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 nö. Diesmal nicht. So, down. Ja, da brauche ich keinen Trank für Retter. Da brauche ich keinen Trank für Retter. Firmontor. Alles klar. Was ist das denn? Firmontor. Ich scheine wieder offline zu sein. Ja. Okay. Nö, ich lasse es einfach erstmal drin. Ach, das ist das Vieh. Aber welcher Typ? Alter, mach mal hier. Firnontor, dankeschön. So. Alter, reg mich nicht auf. Eis! Du bist von Typ Eis, das erste Eis-Pokémon, das wir begegnen. Da hilft nichts, was wir haben, deshalb lasse ich es drin, so. Okay. Oh Gott, Doppelteam. So, ich glaube, ich mache einmal Ruckzuckhieb. Damit es hier... nicht Ruckzuckhieb, ich meinte Routenschlag, fuck. Ups, sorry. So. Oh Gott. Da setze ich jetzt aber einen Trank ein. Und der füllt sich auch, ne? So, okay. Aber ich setze einen Trank ein. Weil mir das hier viel zu knapp sonst wird. So. Pulverschnee. Wieder diese Attacke. Okay. So. Routenschlag. So, aber dann mit einem Donnerblitz sollte ich ihn eigentlich töten. Biss. Ja, okay, ich setze nochmal einen Trank ein. Ich will hier nichts riskieren. So, okay. Ja, das wird jetzt hier ganze Zeit so weitergehen, oder was?
Nee, 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 ich bin noch im grünen Bereich. Bin noch im grünen Bereich, so. Yes, er ist paralysiert. Ja, 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 das ist gut, das ist gut. Oh, und so, deswegen mag ich dich, Retter. Deswegen mag ich dich. Ruckzuck-Keeper, und dann müsste der eigentlich weg sein. Als ob! Meine Fresse. Okay. Und Donnerblitz. Sag mal, was ist denn mit der Arenaleiterin los? Junge, der Pokémon ist paralysiert. Das ist eigentlich... ja... tot. Boah, mir dauert das zu lange. Nochmal. Meine Fresse, so. Okay. Okay. Ja, nochmal. Als ob. So. Okay. Gut. Ja, 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 das könnte eventuell dauern. Das könnte eventuell dauern, ich sehe schon. Warum musst du auch diese scheiß Eis-Pokémon haben, ey? Ja, da heile ich mich jetzt nicht. So, Donnerblitz. Ich habe zweimal Rutenschlag gemacht, Junge. Was ist denn jetzt los hier? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So. Gut. Darauf habe ich jetzt gerade gar nicht geachtet, Alter. Ja, so schnell kann's. Fuck, zum Glück habe ich noch. Also, Retter. Oh nein, Nasenbär, der konnte Hypnose. Oh nein, 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 das darf nicht wahr sein, Leute. Leck mich. Dass die Arenaleiterin mir hier nochmal so Probleme bereitet, Alter. Was? Na super. Alter! Mach hier keinen Dreck! Ich dachte auch, Moment mal, Eis, das wird doch wahrscheinlich gegen Pflanze effektiv sein. Alter! Der macht mir gerade Angst! So, ich gebe dem Trank erstmal Retter. Okay. Fuck. Super. Ja, damit haben wir das fettes... Fuck, ja, Alter, was passiert hier? Wir haben nur noch drei Po... und eins davon ist Carpador. Nein. Was hast du getan? Alter, zwei sind gestorben. Stirb! Bitte, Critical Hit und verpiss dich! Verpiss dich, verpiss dich! Und kein Trank oder so, kein Trank! Verpiss dich! Das ist tot. Sonne wäre beinahe draufgegangen. Alter, Sonne ist auch ziemlich nützlich. Aber wir haben, glaube ich, schon einen Verlust, der schwer genug ist. Alter. Nee, wir haben schon einen Verlust, der schwer genug ist.
Aber ich wollte einfach nicht, dass Retter stirbt. Er ist zwar nicht gestorben, aber... Steinorden, okay, das heißt... Nee, Stahlorden war es doch, oder? Auf jeden Fall möchte ich zur Schneider Sonne beibringen. CM39, okay, was ist denn das? 29 ist Psychokinese. Okay. Okay, diese CM werde ich erstmal behalten. Ja, Leute, auf jeden Fall krasse Arena-Kämpfe. Krasse Arena-Kämpfe. Faker ist gestorben. Und Nasenbär ist gestorben. Geh weg aus dem Weg! Was ist denn da jetzt los? Ey, ich möchte jetzt nicht kämpfen, ich muss... warte doch bitte! Du kannst doch nicht einfach abhauen, Mann! Okay, wir müssen wohl da hoch. Moment mal, und was ist hier? Ne, hier kann ich ja nicht lang, ne? Die kamen von hier, okay. Ja. Es ist auf jeden Fall crazy shit passiert. Wir haben zwar den Stahlorden, aber... Wir haben schwere Verluste. Nee, warum? Das wollte ich jetzt nicht. Aber sie sind tot. Oh Mann. So. Okay. Ah nee, warum PC? So, genau. Okay. Pokémon ablegen. Danke, Nasenbär, für deine tollen... Es ist einfach nur schade. So, und hier können wir uns nochmal sehen. Nasenbär, danke, dass du am Start uns wirklich geholfen hast, dass du dich für die ganzen Kämpfe eingesetzt hast. Wegen dir konnten einige Pokémon gefangen werden. Ja, Faker, du warst so nebenbei dabei, aber naja. Fuck. Ja, Leute, wir haben uns ziemlich sicher gefühlt. Also mit dem habe ich mich ziemlich sicher gefühlt. Gut. Retter muss jetzt einfach nächste Zeit einen klasse Job machen. Der darf uns nicht wegsterben. Wenn Retter wegstirbt, ey, dann haben wir... Dann haben wir ja nur noch... Haben wir dann nur noch Carpathor. Dann ist die Nuzlocke eigentlich verkackt. Das wollte ich jetzt nicht. Okay. Also Pokémon. Ne, wir haben noch Sonne. Wir haben noch Sonne. Aber trotzdem. Alter Gott, leck mich doch. Okay, ja, das war's dann. Von diesem krassen Part. Ich kaufe mir nochmal ein paar Supertränke. Jetzt habe ich das Geld. So. Nein, das wollte ich nicht. So. Supertrank. Vier. Wir nehmen mal vier, ne? So. Okay. Ja. Alter. Holy shit. Das war krass. Ja, denn sind wir jetzt mit dieser Stadt soweit fertig. Wir haben hier die Arena und dann geht's im nächsten Part hier bei Route 115 weiter. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Tschüss.